Am Wochenende fand mal wieder das Musikspektakel des Jahrtausends statt, der Schlagerboom. Ja. Wirklich? Ja, moderiert von Florian, ich krieg das Grinsen nicht aus der Fresse, Silbereisen. Und mit dabei, hier seid ihr, aber ihr seid so ein richtiges Publikum hier heute. Und wer war mit dabei? Michelle. Damit habe ich gerechnet. Und ihr hotter Toyboy war auch mit dabei, Erik Philippi. Und das junge Glück, ja, hat uns allen mal gezeigt, was ihre Liebe ausmacht. Und vor allen Dingen er. Er hat gezeigt, wie richtig schleimiger Streberfreund geht. Mich umarmt und ich fühlte dasselbe. Wir wussten, wir haben uns gesucht und gefunden. Gefunden, was nicht jeder versteht. Und ich höre, wie sie über uns reden, still und heimlich. Und darum sag ich laut, du hast mir 9000 Tage voraus. Ist das nicht schön? Ist das, wer hat jetzt nicht gerade harte Nippel? Gänsehaut meine ich, Gänsehaut. Gänsehaut. Ich meine, ich fand es auch grauenhaft, aber dass sie direkt so heulen muss, das ist übertrieben. Ja? Vor allem, wenn er ihr das singt, ja? Also da jetzt so, dann will er sie ja nur ins Bett kriegen. Ist das dann auch ein Enkeltrick? Ja, ne? Glaube ich schon. Liebe Leute, ja, wenn euch der Altersunterschied da draußen wirklich so egal ist, dann muss man da auch wirklich mal anders drüber sprechen, weil sie wissen gar nicht, die... Jedes Mal gehen Sie darauf ein, uns ist es egal. Uns ist es egal, wie groß dieser Altersunterschied ist. Schauen Sie sich das an. Es gibt in unser beider Leben nichts, was so egal ist wie den Altersunterschied. Und so viele Menschen da draußen haben das immer noch nicht kapiert. Und so viele glauben so viele komischen Sachen. Also glaubt nicht alles, was ihr da draußen lest und hört. Und ich fand, es war an der Zeit, der Welt da draußen einmal zu zeigen, dass selbst wenn sie 100 wäre und nicht 10... Moment, was? Das heißt also, wenn sie mit der Gehhilfe vor der Grundschule steht, um ihren Macker aus der Pinguinklasse abzuholen, das ist für ihn, das ist ein sehr verstörendes Bild, meine Damen und Herren. Was ist das für eine Beziehung? Babysitter Plus? Naja. Auch beim Schlagerboom zu Gast, wer war da? Andrea Berg. Ah, freue ich mich immer. Und kennen Sie Ihren Signature-Move von Andrea Berg? Was ist es? Kennen Sie nicht? Die zwinkert immer total unkontrolliert so ins Publikum. Am Anfang dachte ich immer, die hat was am Auge. Nee, die meint das ernst. So, und jetzt hat Flori eines der letzten Geheimnisse der Schlagerwelt für uns gelüftet. Wem zwinkerst du immer zu? Dem da. Ah. Also wenn ich das so sehe, dann denke ich als erstes... Uah. Und bei Andrea Berg, gucken Sie mal, bei Andrea Berg habe ich immer Angst, dass sie irgendwann wie bei The Ring aus dem Fernseher steigt und mich dann holt. Künstlerisches Highlight der Sendung war übrigens ein gigantisches fliegendes Säugetier. So geil, oder? Ey, ich brauche noch 2 Knicklichter, gehe ich ab hier. Seit wann ist der Schlagerboom zu einer Rave der 90er geworden? Wann ist das? Wie hieß nochmal der, das war dieses... Wie hieß der nochmal? Ja, nee, Junang, aber wie hieß der DJ, der mit den langen Haaren? Alex Christensen. Lebt der noch? Ach, der war da. Oh, das sah man nicht so. Grüße, Entschuldigung. Schade nur nicht, also ich glaube, der war, ich weiß nicht, ob er sich da wohlgefühlt hat. Ich glaube, ich spreche jetzt hier für alle Wale, die in dem Moment wahrscheinlich gedacht haben, oh, da würde ich lieber aussterben, als da zu sein. Ach so, zur Info, Wale können übrigens noch älter werden als Michelle.
Sollte irgendeiner mal Erik stecken, ne? Dann wird er sofort mit dem Tier zusammenkommen. So, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es scheint sich Beef anzubahnen. Hatte ich auch noch nicht, wirklich wahr. Letzte Woche habe ich vom grandiosen Comeback der sogenannten Rockband Bloodhound Gang gesprochen, oder? Haben Sie doch mitgekriegt. Jawohl, jawohl. Jawohl. So. Und da fehlte wohl dem Hobbybassisten Evil Jared der nötige Respekt. Zumindest hat er etwas kühl reagiert. All right, so first of all, I just want to thank everyone for all the overwhelmingly positive feedback and comments about our big comeback. And also, obviously, there's going to be some negatives and some haters. And I'm not going to get bogged down by that because I'm in such a great mood. But all I want to say is, like, especially this German fucking comedian, Pufter or Piff Puff, whatever. Man, fuck off, dude. Ganz ehrlich, so wurde ich aber... Pufter. The Pufter. The Pufter finde ich ganz geil eigentlich. Kann ich bitte immer so genannt? The Pufter. The fucking comedian, the Pufter. Was hat er denn? Vor allem, ich wusste gar nicht, dass Bassisten so lange Sätze sprechen können. Du bist die Ausnahme, Gottes Willen. Die anderen. Die anderen. Lieber Jared, ja, natürlich freuen wir uns über euer Comeback, auch wenn viele Menschen denken werden. Was? Wer bist du denn? Ja, und selbstverständlich, selbstverständlich bist du jederzeit herzlich hier eingeladen für ein bisschen Promo. Ja. Du kannst jederzeit zu uns ins Studio kommen und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ne? Und dann können wir hier auch persönlich alle Missverständnisse einfach mal so klären. Tu mir nur bitte einen Gefallen, wenn du hierher kommen solltest, bring dein Album nicht mit. Liebe Grüße, dein Profi. Ja, komm sie. Ja? Leute, ihr müsst unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, denn sonst frage ich mich demnächst. Wie lange habe ich meinen Job noch? Und das will doch keiner. In diesem Sinne, haut auf die Glocke, abonniert, was das Zeug hält, denn sonst gibt es hier demnächst nur noch Videos über Pflegeprodukte. Und wer will das schon?